jetzt ja in diese einen großen Paket reingepackt worden sind. Du kannst in den Shop gehen und dann unter Pakete gucken, dann guckst du unter DLC-Pakete und da sind die einzelnen Kapitel und kannst die rein theoretisch da kaufen. Ja. Genau, aber in Steam-Shop kannst du das ja auch. Du kannst es auch bei denen. Du meinst einzeln? Bei genau. Insta, Instant Gaming kannst du auch mal schauen. Es ist auf jeden Fall Uni. Instant Uni. Und es ist direkt hinter meinem Arsch her. Also musst du es in-game machen. Mein Bruder. Ich drop. Er lässt mich. Er ist bei LT-Ball rechts hinterm Harvester. Bei Dommer. Er hat das auch fast in seine Escape-Trick abgesehen, oh mein Gott. Scheiße, Hassan, mach mal ein paar Generators schnell jetzt, komm. Ja, ich weiß nicht, ob Frau Schwarter das so fühlt, die Streak, muss ich jetzt ehrlich sagen an der Stelle. Ich laufe in die Schreck. Er ist voll fokussiert. Wenn Dominik die Streak fühlen würde, dann würde er die Sache nicht kommen. Starker Stanoroni! Die Schreck ist leider raus. Ist egal. Oh mein Gott, er ist voll mit köstlichem Kladettblut. Und ich gehe jetzt down. Er lässt. Er hat keine Versteckmöglichkeit. Ich konnte es nicht. Conny, schön. Ich danke dir von ganzem fucking Herzen. Vielen lieben Dank für den wundervollen Sabaronski. Keine Versteckmöglichkeit hat er dabei. Tüftler, glaube ich. Tüftler. Ich glaube, ich habe keinen Terrorradius. Jenner Heartbeat. Nee. Er hat Herzschlag. Er geht zu Check. Und dann weiß ich nicht, rechts oder links. Achtung, geht hinter Anja her. Jetzt zieh mich zurück. Sizzle, Jen hatte Heartbeat. Der Jen hatte die ganze Zeit Heartbeat. Weil ich hatte Heartbeat. Und er war ja nicht in der Nähe. Hänge jetzt. Das heißt, er hat das Unknown Curve dabei. Hm? Aber wir hatten gerade auch Heartbeat, als er zu checken, ne? Ja, da ist es ausgelaufen. Okay. Er hat den Mid-Gen getreten und ich saß neben dem Hill. Ich habe die ganze Zeit Heartbeat gehabt, als Dizzle gehuckt hat. Das heißt, er muss das Perk dabei haben, anders geht's gar nicht. Hat jetzt gerade kein Heartbeat bei mir. Ja. Er hat den Mid-Gen hier getreten. Wir haben Heartbeat. Oh, ich werde draufgehen, Freunde. Nimmt ihr den Hook? Nein, er fährt Richtung Cargo Pier vorbei. Die zwei in der Gen. Oh. Er nimmt meinen Hook, das ist gut. Ich bin bei Froschvater. Ich springe jetzt sofort mit dem Haken runter. Anja, pass bitte auf. Der läuft Richtung Gen. Ja. Der folgt mir nicht. Er hat keine Versteckmöglichkeit. Scheinbar. Ja, wir gehen zum Main. Wir beten in Richtung Main. Hier ist das komplette Netzhorn, ne? Gar nichts. Er lässt uns, so wie es aussieht. Achtung, er lässt uns. Rotiert im Uhrzeigersinn. Ron, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Weg, Vorsicht. Wo bist du, Hassan? Jungle Jim, ich lauf jetzt weiter. Ich habe auch Jungle Jim gezogen. Er committet nicht. Weg von den Gens, Leute. Ich glaube, er committet. Oder? Er ist zum Main. Bei mir ist er nicht. Achtung, Anja. Okay. Er ist auf dem Hill gewesen. Er sucht mich da, wo der Jen angegangen ist. Alles klar. Er sucht da immer noch. Okay. Er weiß nicht, wo ich bin. Jetzt geht er hinter die Scheck.
Tritt den Gen. Heartbeat wieder auf den Gen, ne? Okay. Dann wieder zurück zu dir. Bei mir ist er nämlich nicht. Hier, er kommt zu uns. Okay. Ist jemand hinter der Scheck? Ich bin bei Domme und mir. Nee, glaube nicht. Nee, ich nicht. Ich bin raus. Dann triggere ich auf mein Gen auf jeden Fall Tüftler. Er spielt Infectious, warum? Wenn er keinen Herzschlag hat die meiste Zeit. Ich glaube nicht, dass der Tinker hat. Immer noch nicht. Werden wir gleich sehen. Er geht main. Hat er Heartbeat? Ja, ist bei mir hinter Main. Sag ich ja, der hat den Gen getreten am okay, Anfang. Okay, alles klar. Weil ich hatte die ganze Zeit Heartbeat, nonstop. Okay. Erst als er an der Check war, habe ich erst seinen Heartbeat wieder gehabt, richtig. Verstehe. Gen hinter Main. Achtung. Bei 70. Ich weiß nicht, ob er committen wird. Er macht die Main-Türe kaputt. Noch bei mir. Immer noch? Ja. Hast du Adre zufällig? Nee. Beide Gems an. Ist noch bei mir. Einer rechts, einer links, Exit. Kauloop links. Ich mach das Gate hinter dem Main auf. Okay, Achtung am rechten Exit Gate, er kommt dahin. Froschvater, ich zieh dich instant. Kommt direkt hinter das Main, ist es offen. Ich bin an dem Gate dran, also theoretisch kann ich das aufmachen. Ich kann das Gate direkt bei Dommer aufmachen. Ja, okay. Wieso, du kannst mich auch rein, ne? Ich komm 50. Zu dir. Ja, dann komm zu mir. Da kommen mir ein bisschen entgegen, hier an der Palette vor dir. 90. An dir. Gate ist noch nicht ganz offen. Okay, kriegen wir aber hin. Wenn ihr ihn... Oh, fuck. Gate ist offen. Sofort ziehen, Leute. Resets. Wärst du da geblieben, glaube ich, wäre besser gewesen. Bei Drum in der Nähe. Warum? Okay. Zwei Hooks. Das ist gut, Leute. Er hat die Ability jetzt. Ja, klar hat er die Ability, aber wir sind doch direkt im Exit-Gate. Er muss sich entscheiden. Ich wollte den Hit gar nicht nehmen, wenn ihr zurückgeht und euch das anschaut. Der war 2 Meter weit entfernt. Das wusste ich wirklich nicht, dass der Hit durchgeht. Der war echt richtig. Los! Geht zum Gate. Ja. Beim Gate. Sollen wir rausgehen? Ja, bitte. Raus. Uff, ihr seid so fucking Legenden einfach. Prestige 97, ohne. Ach du Scheiße! Junge! Das ist ein super sexy, richtig geil. Schön. Absolut wundervolle Runde. Hier siehst Prestige 97. Wir haben nur noch Prestige irgendwas. Wir haben nur noch die Spezialisten, gegen die wir spielen. Ja. 400 Wesker nochmal oder so. Und ein Deutscher. So. Der hat das auch echt gut gespielt. Das war echt klasse. Aber Hassen ist halt Hassen. Das ist halt. So. Schnucki Maus, wie fühlst du dich jetzt so nach so einem wundervollen Moment, Hassen eigentlich? Fühlst du dich jetzt so wie so ein Halbgott oder? Ich würde sagen, Glück und Unglück gehabt.